Gut. Shalom Aleichem. Er war über alles informiert. Soll er gesund sein. Über alles, was informiert. Sollen alle gesund sein. Der Rebbe soll helfen. Shalom Aleichem. Wir werden heute auf Freilache Chanukka haben eine sehr schöne Shiur. Und wir werden sehr neue Themen besprechen, die habt ihr noch nie in eurem Leben gehört. Hm. Noch nie. Und ihr werdet sagen danach, wow, wir feiern Chanukka so viele Jahre und das haben wir nicht gewusst. Und unsere erste Frage ist, wieso am Chanukka muss man diesen Yom Tov mit Werbung gehen? Normalerweise Judentum ist eine sehr introvertiert. Und hier, Chanukka sagt man extra. Werbung, Pirsumen Nissa, beweisen liberal, Werbung, vermarkten, Pirsumen Nissa. Warum gerade in diesem Mitzwa vom Chanukka? Warum nicht bei anderen Mitzwa Pidyon HaBen? Pidyon HaBen ist eine von der ersten Mitzwa, die erste Geborene zu lösen von Kohen. Steht Chanukka? Licht nach außen. Licht nach außen, Werbung. Nummer zwei. Wieso bei Chanukka steht geschrieben bei alle Gebete die Namen von dem Wunder? Ve'ala Nisim. Bei Chanukka steht geschrieben, Bimei Matityahu ben Yochanan, Kohen Gadol, Chashmonai ubanav, steht Namen, wer war das, was war die Geschichte. Bei Purim steht geschrieben, Bimei Mordechai ve'Ester, Kshamad Alehem Aman Arasha. Bei Pesach steht nicht geschrieben, Bimei Moishe ve'Aaron, waren die Juden in Ägypten. Nur bei Chanukka und bei Purim steht geschrieben, was und wo. Dritte und letzte Frage. Am Chanukka ist doch passiert zwei Wunder. Zuerst hat man gewonnen im Krieg und später hat man gefunden dem Krieg Öl. Jetzt haben wir gerade gemacht die Brachot von der Chanukia. Wie haben wir begonnen? Shasa nisim la'avoteinu bayamim ahem ladlik ner shel Chanukka. Wir beginnen mit dem zweiten Wunder zuerst. Stimmt? Mhm. Und danach sagen wir Shasa nisim la'avoteinu über dem Krieg. Also zuerst Krieg, danach Kerzen. Wieso bei die Brachot, bei der Chanukia? Zuerst machen wir die Chanukia, die Grund von Pach Shemen Katan, von dem Krug Öl. Und später machen wir die Bracha auf dem Wunder von Krieg. Und Wunder von Krieg wird wenig erwähnt. Und vierte und letzte Frage, und damit werden wir fahren zu einer langen Reise. Passiert noch Wunder überhaupt? Oder nicht? Und was ist Wunder? Glauben wir an Wunder? Gibt es sowas Wunder? Und wir sagen sogar, Shasani Sim Lavoteinu, Gott hat gemacht Wunder, bei Yamim Ahem, in die Zeiten, Basmanase, auch jetzt. Welche Wunder? Jeder eine, der sitzt hier, wartet auf das Wunder schon jahrelang und er weiß, Imeina Nili, Mili. Wenn ich nicht mache, niemand macht für mich. Wenn ich werde nicht mit meinen Kindern aufpassen, dass sie alles machen, glauben Sie mir, passiert keine Wunder. Man muss mit den Kindern unternehmen. Man muss mit den Parnose unternehmen. Man muss mit alles unternehmen. Wunder passieren nicht. Was sagen wir? Shasa Nisim La'avoteinu. Gott hat gemacht unsere Väter Nisim. Wann? Bei Yamim Ahem, damals und auch jetzt. Was meinen Sie? Wo? Wann? Wie? Ich wiederhole schnell die Fragen, was wir haben jetzt gesprochen. Eins. Wieso Chanukka Werbung nach außen? Zwei, warum Chanukka mit Namen? Mordechai, Esther, Matityahu, Kohen Gadol. Chanukka und Purim sind immer mit Namen, Definition, wo? Drei, warum bei die Brachot beginnen wir zuerst bei die zweite Wunder, bei die Ergebnis von dem Öl und dann später, Shasani Simla Avoteinu, später über dem Krieg. Zuerst war Krieg und später war Wunder von Öl. Wieso machen wir den Wunder von Öl als allererste? Wir machen keine Erinnerung am Chanukka vom Krieg. Nix. Wir machen nur Erinnerung von dem zweiten Wunder, von dem Pach Shemen Tahor, von dem reinen Leucht. Und die letzte Frage ist, wieso ist das möglich zu verstehen, den Begriff Wunder? Gibt das Wunder? Gibt das nicht Wunder? Und so weiter und so fort. Und da werden wir heute reisen, mit Gottes Hilfe, zu einem sehr schönen Thema. Es ist kein Zweifel, dass diese Welt hat einen Besitzer. Ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. Schöpfer, ihr könnt ihn nennen Gott,
ihr könnt ihn nennen Hashem, ihr könnt ihn nennen Allah, ihr könnt ihn nennen wie ihr wollt. Jeden logischer Mensch, jeden kluger Mensch, intelligent, versteht, dass Sachen passieren nicht einfach so. Jeden Bild hat ein Maler, jeden Tisch hat ein Schreiner, jeden Kleid hat ein Schneider. Klar, so eine große Welt hat jemand es geschafft. Wer glaubt nicht dran? Einer, der gekommen und er sieht eine Welt ohne Wunder. Stell mal vor, ein Kind ist geboren in die Wüste. Nach 20 Jahren, wo die Juden sind raus von Mitzrayim. Was sieht er? Manna vom Himmel. So kommt so eine Zuckerwatte. Und in seinen Augen, es ist keine Wunder. Natur. Natur. Kommt jeden Morgen Manna vom Himmel. Und welche Bracha macht man? Amotzi lechem in Hashamayim. Gott bringt Brot vom Himmel. Er sieht keine Wunder, weil er ist jetzt geboren. 20 Jahre, wo die Juden sind, schon in die Wüste. Bei ihm gibt es keine Wunder. Er ist schon geboren in einer Welt mit Natur, mit Wunder. Er versteht nicht den Unterschied. Und das werden wir reisen durch einen Gedanke von Rebbe. Eine tiefe Sache, was bringt uns bis unser Leben. Und wir beginnen so. Es war doch zwei Wunder. Es war die Jevanim, die griechische Kultur. Sie glauben nur an eins, an Natur, an Körper, Olympia. Du arbeitest auf deinen Körper, du bist gesund. Warum Gott hat gegeben Seichel, Philosophie, ist nicht schlecht, Intellekt. Aber was ist die Hauptsache? Die Hauptsache ist alles, was man sieht in dieser Welt. Alles wie? Alle materialistischen Sachen in dieser Welt. Und die Juden, Juden haben lieb, sich mit der Zeit zu gehen. Juden sind sehr up to date. Alle Juden haben bei sich immer die größten Neuigkeiten. Die haben lieb, mit der Welt zu gehen. Und jetzt, wenn es ist gekommen in die Welt, so eine hellenistische Kultur, die Juden waren die Ersten, die davon waren sehr begeistert. Kunst, Medizin, Philosophie, Theologie, viele gute Sachen. Es hat sie, und sie haben für alles eine Definition. Juden haben nicht mal in die Teure ein Kapitel, wie die Teure, steht dort geschrieben. Plötzlich kommt ein Volk mit klare Linie. Gut. Stellt sich die Frage, lass das jetzt später. Okay. Danke dir. Und nach diesem Krieg, wo die wenigsten haben gesiegt, und ich, hey, guck mal, Purim, was war dem Befehl? Sie waren gegen den Körper von den Juden oder gegen die Seele von den Juden am Purim? Körper. Körper. Wie haben sie reagiert? Mit Krieg oder mit Gebete am Purim? Gebete. Mit Gebete. Komisch. Man will die Juden umbringen auf den Körper. Was machen die Juden? Esther, Mordechai, Fasten. Man will die Seele von den Juden töten. Chanukka. Was machen die Juden? Krieg. Versteht ihr die Welt noch? Noch einmal. Purim wollen sie umbringen, unsere Körper. Was machen die Juden? Normalerweise, wenn jemand will dich umbringen, Körper, was machst du? Ein Krieg? Nee, die Juden machen nicht einen Krieg. Sie sehen, sie werden in den Krieg verlieren. Was machen sie, wenn man will ihre Körper nehmen? Sie haben gebetet zu Gott und Gott hat sie gerettet. Jetzt gibt es einen geistigen Kampf gegen uns, gegen unsere Kultur. Und was machen sie? Einen physischen Krieg. Und das werden wir heute Step by Step verstehen. Was ist der Unterschied zwischen Natur und Wunder? Natur ist Gesetze von der Welt. Die Sonne scheint, die Sterne sind da, du legst deine Samen in die Erde und sie kommen. Es gibt Naturgesetze. Und was denkt ein kluger Mensch, der sieht Naturgesetze? Er sagt ein Wort, es war schon immer so. Und es stimmt auch. Okay. Es war schon immer so. Und er sieht immer dieselbe Routine, dieselbe Erde, dieselbe Natur, dieselbe Pflanzen, dieselbe Medizin. Was war, das bleibt. Und es ist sehr einleuchtet. Diese Welt ist Natur. Kommen die Juden und sagen ja. Es gibt in dieser Welt zwei Wege zu glauben an Gott. Oder zu sehen, dass manchmal in die Natur kommt Gott und zeigt, dass er ist da. Oder manchmal Gott bricht die Natur. Und hier ist passiert zwei Sachen.
erste Mal, Gott hat gebrochen die Natur, wo wenige Leute haben im Kampf gewonnen gegen viele. Aber das zeigt noch nicht, dass Gott hat uns lieb. Jetzt kommt die wahnsinnige Sache. Die Juden sind gekommen in den Tempel und sie haben gesucht ein reines Öl. Wozu? Wozu brauchen sie ein reines Öl? Weißt ihr nach die Halacha, es ist erlaubt zu nehmen unkoschere Öl, wenn es ist nichts da. Warum suchen sie jetzt ein koscheres Öl? Steht geschrieben, Gott wollte zeigen, dass er sie liebt. Und schon am ersten Tag wurde man gegossen dem Öl, es ist geblieben voll. Hat man schon gesehen am ersten Tag, das ist schon ein Wunder. Und diesen Öl hat für 8 Tage gewesen. Jeden Tag hat man weiter gegossen. Von diesem vollen Krug. Deshalb feiert man 8 Tage und nicht 7 Tage, weil wenn es für 1 Tag war doch genug. Warum feiern wir 8? Um zu zeigen, dass wir sind über die Natur. Und das will ich heute eine Gedanke nehmen. Es gibt 2 Wege zu halten die Tora. Man kann halten die Tora als Kultur, als Tradition, als schöne Sache. Und man kann halten die Tora, weil sie ist absolut von Gott gegeben und sie ist rein wie eine Parchemen. Unsere Kinder wissen, dass die Schule ist nicht ihre Erziehung. Die Erziehung von den Kindern ist zu Hause. Das, was die Kinder sehen zu Hause, das ist ihre Erziehung. Tradition, Kaschrut, Schabbat, Benehmung, das, was sie sehen zu Hause, das ist ihr Leben. Und man muss auch die Kinder zeigen einen Weg von Reinheit ohne Kompromiss. Ich habe gehört von einem Rabbiner von Komemiut, Rav Mendelssohn. Er hat gemacht seinen Sohn Bar Mitzvah vor 40 Jahren. Am Abend vom Bar Mitzvah, es war Freitagabend, Shabbat, Kabbalat Shabbat, und er hat ihm gesagt, du betest heute Ma'ariv im Balkon, nicht in die Synagoge. Er hat gebetet Minchas, hat begonnen Kabbalat Shabbat, er ist geworden Bar Mitzvah, wo betet er? Im Balkon. Und er hat nichts gefragt, das ist nicht so heute wie die Kinder, gleich stellen sie warum, meine Frage. Damals, die Kinder waren vernünftig, der Papa hat was gesagt, haben sie gemacht. Unterwegs sagt der Papa seinen Sohn, Ingele, du bist bestimmt verwundert, warum habe ich dir gesagt, zu beten im Balkon? Sag ich dir. Das ist dein erstes Gebet in deinem Leben, Ma'ariv. Die erste Mitzvah, die du tust. Diese Synagoge nimmt Strom von jedem, die arbeiten am Shabbat. In Israel, Chevrat HaChashmal, Stromgesellschaft, leider jeden arbeiten am Shabbat. Die ganz frommen Juden haben in ihrem eigenen Dorf Generator. In Kfar Chabad gibt es Generator, in Bnei Brak gibt es Generator, aber in diesem Ort, wo sie haben gelebt, sie haben genutzt Strom von Juden, die arbeiten am Shabbat. Und du genießt von Juden, die arbeiten am Shabbat. Ja, man kann das erlauben als Lebensgefahr, weil es gibt so viele Krankenhäuser in Israel und es gibt so viele Ältere und so viele Armee und Bedürftige und wir sind in Gefahr, muss man Strom halten. Und aus diesem Erlaubnis darf man auch genießen in eine normale Synagoge, aber das ist ein Erlaubnis so. Das ist nicht Parchementau, das ist nicht pur Judentum. Judentum hat 2 Wege. Ein Weg, wo ist etwas original, authentisch, pur, versiegelt, 100%. Und etwas, weil, was soll ich machen? Es sind halt Kinder, muss man machen, was soll ich tun? Das ist das, jetzt. Jeder Mensch hat in sich verschiedene Krüge am Leben. Der hat seine Mental, seinen Verstand, seine Tasche, alles sind viele Krüge. Aber man hat in uns eine Neshama, eine Seele. Diese Seele ist rein, kann sie niemand beunreinen machen. Was heißt das? Sie wissen, in Amerika gibt es eine jüdische Organisation, die heißt Aleph. Was ist ihre Aufgabe? Jüdischen Leute, die sitzen im Gefängnis, zu besuchen. Und es gibt in Amerika ein Land, das heißt Illinois. Der gehört von Illinois. Ja. In Illinois gibt es einen Schaliach, der heißt Moschkowitz. Rav Moschkowitz geht jeden Chanukka zu besuchen, die Juden, die sitzen im Gefängnis. Und er ist gekommen zu einem Gefängnis und wer hat ihm entgegengekommen? Der Galach, der Pastor, der Pfarrer von die. Er hat gesagt, welcome.
Und er hat verteilt alle Leute Broschüre. Und in die Broschüre war in die hintere Seite Rezept für Latkes. Wie macht man Latkes? Was macht man in so einer Broschüre von Chanukka? Bisschen die Geschichte hin und her und in der anderen Seite Rezept von Latkes. Aber es war Latkes von verschiedenen Gesellschaften. Die machen das süß, die machen das salzig, sie machen das mit Apfelmus, die machen das so. Er hat geguckt und geguckt und geguckt und gekommen zu Rav Moschkowitz und hat gesagt, you know, Rabbi, this one make my grandma. Dieser Latkes hat gemacht mein Bobbe, mein Oma. You know, I'm a quarter Jew. Sagt er, was bist du? Sagt er, a Viertel Aid. Sagt er, wie bist du a Viertel Aid? Sagt er, meine Oma, mutterlicherseits, war jüdisch, aber sonst niemand in unserer Familie. Nicht mein Opa und nicht mein Papa. Everybody, they are not Jews. We have just a quarter Jew. Sagt er, Rav Moschkowitz, weißt du, das ist der einzige Quarter, den man braucht. Also, du bist Aid, 100%. Wenn dein Oma war Aidene, du bist Aid. Und so haben sie gelernt und gelernt und gelernt. Und er hat gebeten, von dem Gefängnis in Illinois zu bleiben, Eingestellter. Aber nicht als Pfarrer, sondern als Rabbi. Und das war die Wunder von Chanukka, dass er hat gefunden, sein Krüg Öl, die war in ihm, in seinem Bewusstsein verloren. Okay. Jetzt. Gehen wir weiter. Warum braucht man am Chanukka Werbung? Weil Aid zu sein, man schämt sich. Man schämt sich, man will doch in die Welt integrieren. Man will doch sein so wie alle. Man will nicht jetzt besondere Namen haben. Chaim Yankel Jakubowitsch. Also so eine dominanten Namen und besondere Äußerlichkeiten. Man will so in die Welt assimilieren. Kommt Chanukka und Chanukka garantiert uns, das wird sein ein Yontef, wo die Juden werden stolz sein auf ihre Identität. Das war die letzte Wunder, die das Judentum passiert. Die allerletzte. Nachdem haben wir keine Wunder gehabt. Klar, verschiedene, keine aber kein allgemeiner Wunder, wo jedes Jahr Gottes Licht kommt immer in diese Zeit zurück. Und das haben alle gesehen, die ganzen Volk hat gesehen, diese Wunder. Und das ist apropos die letzte Gebot in die jüdischen Gebote. Es gibt 613 Gebote und Verbote, plus 7 von unseren Weisen. Chanukka-Kerzen ist die letzte Gebot, die wir als jüdischen Volk haben. Ja? Deshalb kommt der Shulchan Aruch und sagt, weißt du, diesen Mitzwa kannst du nicht verstecken. Diese Mitzwa ist deine letzte Erinnerung, die du musst als jüdischen Identität nach außen zeigen. Alle anderen Sachen kannst du verstecken. Chanukka-Kerzen, es ist die letzte Weite Jiden, die wirklich nichts machen. Nicht Filin, nicht Mesuse, nicht Matze, nicht Yom Kippur. Jeden, wo du glaubst, sie haben nichts. Plötzlich am Chanukka siehst du eine Chanukia. Sie nennen das sogar Menorah. Obwohl Menorah ist kein jüdischer Begriff für Chanukka. Menorah ist 7 Arme und Chanukia ist 8 plus 9. Aber we light the candles, we light the Menorah. Warum? Weil alle anderen zünden auch Kerzen. Was machst du in dieser Zeit? Machst du was hier? I'm a Jew and I'm lighting the menorah. Es ist eine Identität, die muss man dieser Werbung, dieser Stolz zu Hause geben. Darum beginnt man mit der ersten Bracha, Ladlik Ner Shel Chanukka, weil das ist die letzte Mitzwa, obwohl war zuerst der Krieg, aber der Krieg ist nicht das, was wir hier betonen. Wir wollen nicht betonen, dass wir haben gewonnen im Krieg, wir wollen betonen, dass unser Glaube ist geblieben. Gehen wir weiter. Jeden Pesach, sagen wir, da sitzen 4 Kinder am Tisch. Chacham, Rasha, Tam, Sheno Yoda Lishol. Und steht immer geschrieben, Echad, Chacham. Echad, Rasha. Warum sagt man immer Echad, Echad, Echad? Steht geschrieben, man muss bei jedem Mensch finden, seine geschlossene, reines Öl. Was heißt das? Manchmal ein Mensch ist enttäuscht von seiner Frau. Sogar von seinen Kindern. Er denkt auf sein Kind, dass sein Kind ist kriminell. Er denkt auf sein Kind, dass sein Kind ist ein Debil. Er denkt auf sein Kind, dass sein Kind ist ein Versager. Ihr lacht,
ist ein Ehepaar gekommen zu einem Chabadnik in Israel, zu Rav Glochowski. Und sie haben beschwert über ihren älteren Sohn, dass er ist ein Kriminell geworden. Und der Mann war so wütend, sagte der Rabbiner, ich brauche frische Luft. Ich brauche frische Luft. Und er ist raus. Als er ist geblieben draußen, sagt seine Frau zum Rabbiner, wissen Sie, schon mit 2, 3 Jahren habe ich bei ihm gesehen schon Charakter von Kriminell. Ich habe schon von Kindheit gesehen, dass dieses Kind wird sein ein Kriminell. Sagt der Rabbiner, keine Wunder, der hat euch nicht enttäuscht. Das, was habt ihr erwartet, das ist genau, was passiert von ihm. Die Frage ist, was suchst du? Wenn du suchst die unreine Öl, wirst du finden. Der Kunst ist zu suchen in jedem Mensch seine reines Öl im Herzen. Wirst du sagen, ein Kind, er ist ein Debil, er wird sein ein Debil. Wenn du sagen, ein Kind, du kannst spielen wie meine blinde Oma, er wird spielen Musik wie deine blinde Oma. Wenn du glaubst, er hat kein Talent zu Musik und das erwartest du, dass er hat kein Talent, er wird dem Talent nicht herausfinden. Aber in dem Moment, wo du suchst in ihm das reines Öl, das gute Öl und du sagst, ja, ich werde nichts sagen. Kinder sehen Sprache. Sie sehen Körpersprache. Sie sehen Augen. Sie sehen Bemerkungen. Sie sehen, ob du von denen hältst oder nicht. Jetzt sagt der Rebbe, das, was man sieht, ist das, was man macht. In einem jüdischen Stub passt nicht, in Wohnzimmer Televisie. So hat der Rebbe schon gesagt in die 50er, 60er Jahre. Und welche Argumente hat die Lubavitcher Rebbe genutzt, um zu vermeiden, dass Leute haben in Wohnzimmer Televisie? Was hat er gesagt? Sehr geniale Aussage. Er hat gesagt, was passiert, wenn jemand will zu eurem Wohnzimmer kommen und halten für die Kinder eine Predigt von anderer Religion? Ein Pastor will am Sonntag kommen und halten vor eure Kinder jeden Sonntag über eine andere Religion. Was wird ihr sagen? Nein, 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 nein. Wir sind nicht religiös, aber wir brauchen nicht jetzt einen Pastor bei uns zu Hause. Sagt der Rebbe, jeden Sonntag die Älteren schlafen. Weil Schabbes Weihnacht gehen sie Party, morgen früh die Kinder stehen auf und in Amerika machen sie auf dem Televisie und dort, ich rede jetzt in die 50er Jahre, und dort haben sie gesehen, morgen früh am Sonntag steht ein Galach, ein Pastor, und redet von anderen, von denen, die haben andere Lichter, die was anderes wirken als unsere Lichter. Und wenn ihr wollt, soll eure Kinder diese Licht haben und diese Predigungen bekommen, kauft sie ein Fernsehen und sie werden jeden Sonntag das bekommen. Jahre sind vorbei. Kinder interessieren nicht mehr über Sonntag, Pastor predigt. Aber was passiert, wenn klopft bei dir zu Hause irgendein Typ mit gekräselten Haare, mit Piercing und neben ihm ist ein Mädel, die hat zerrissene Kleider und alles offen und blaue Augen und beide stehen draußen und machen so mit Gitarre und sie wollen zu dir reinkommen nach Hause. Was sagst du denen vom Kucker? Und wenn sie klingen, lässt du sie rein oder lässt du sie nicht rein? Nicht rein. Nicht rein. Sagt der Rebbe, du lässt sie rein. In dein Wohnzimmer. Bei dem Fernseher. Bei dem Fernsehen. Die sind bei dir, im Wohnzimmer, zu Hause. Du schläfst mit denen. So. Du schläfst mit denen. Du sehen das, was du willst, nicht reinlassen von... Bei der Tür? Tür. Wo steht das? Am Fenster. Vom Fenster, vom Fernsehen kommt das rein. Kommt Chanukka, sagt der Rebbe. Und sagt der Rebbe, leg deine Kerzen am Fenster. Zeig deine Kinder, was passiert in jüdischen Fenster. In jüdischen Fenster steht Glaube an Wunder. Glaube an Wunder 8 Tage lang. Denk dran, man muss arbeiten, man muss alles tun, aber doch gibt es in der Natur irgendeine Sache, die hier passiert. Gut, gehen wir weiter. Wir sind in dieser Welt alle, ohne Ausnahme, Gäste. Gäste. Wir kommen für eine gute Zeit. Alle, jeden ohne Ausnahme, glauben an Gott. Alle. Jeder, jed glaubt an Gott. Weil wir sind alle Kinder von Abraham, Yitzhak und Jakob. Und steht geschrieben, Am Israel ma'aminim, b'nei ma'aminim. Wir haben in unserem genetischen Glaube, alle haben Glaube an Gott. Und ein Beweis, alle Sachen mit 8, alle jeden machen. Welche 2 Sachen mit 8 macht man?
Beim Geburt macht man Brit Mila, alle Jiden machen. Und beim Chanukka alle Jiden zünden Kerzen. Das sind die zwei Sachen, die noch bei Jiden geblieben. Das zeigt, dass alle Jiden glauben. Alle Jiden glauben an Gott 100%, weil sie die zwei Sachen machen. Jetzt interessant. Wieso manche Jiden zweifeln? Wieso stellen sie, weißt du Schlomo, du denkst, alle glauben an Gott. Ich kenne dir Sorgen, ich kenne Menschen, die sind, heute nennt man das Atheism. Atheism. Psch, der glaubt gar nicht. Es kann liegen an drei Sachen. Oder er ist geboren in so einer Umgebung, wo er musste sich einpassen zu der Umgebung. Wenn einer ist gekommen von Rumänien, von Bulgarien, von Russland, was willst du? Soll er sein ein Gläubiger? Ein Mensch ist ein Produkt von seiner Umgebung. Er ist geboren in einer Umgebung, wo alle waren Atheisten. Und alle seine Umgebung hat man beseitigt, alle Religionen. Beseitigt alle Religionen, du willst sein ein passender Mensch zu deiner Umgebung. Weil du kommst von diesem Ort, was sagst du? Boga? Chas v'shalom? Nicht. Was glaube ich? Das, was ich sehe. Salz siehst du. Biologie siehst du. Ingenieur siehst du. Doktor siehst du. Physik, physischka. Mathematischka. Das alles glaube ich. Warum? Weil da sehe ich Sachen mit dem Kopf. Rational. Ich verstehe mit dem Kopf. Aber Sachen, die man kann nicht beweisen im Labor, Sachen, die man kann nicht... Chaläume, Träume, Bobemeises. Ich will euch was sagen. Vor einem Monat ist gestorben in Frankfurt ein sehr edler Jid, der kam aus Lettland. Der ist Josef Spanier. Josef Spanier war ein Professor für Mathematiker. Professor. Doktorat und dann Professor. Ich bin gekommen nach Frankfurt. Josef Spanier ist gekommen zu mir, sagte Schleume, ihr redet Jiddisch. Ich sagte, ja. Sagte, Allah ist eine Sache. Und ihr werdet sein unsere Chasen? Ja. Wann kommst du? Jeden Schabbes. Jeden Schabbes ist Josef Spanier gekommen. Und er hat gedauert. Nach vielen Jahren habe ich gesagt, Josef, du kommst doch aus Lettland, bist doch ein Professor, bist ein rationaler Mensch. Wozu kommst du davnen? Wenn ich euch sorgen dem MS, Jorna Sach hat man uns nicht gegeben, die Anoe zu sein Jiden. Wir wurden anders erzogen. Ja, jetzt bin ich alter Jid. Ich bin schon in Rente. Und ganze Zeit habe ich geglaubt in Gott. Aber inne wenig. Weißt du, was ist inne wenig? Da drinnen. Inne wenig. Das heißt, du kannst suchen. Ganzes Öl ist unrein. Aber irgendwo im Herzen hat er noch eine Pachschementaur, eine Krüge Öl. Und irgendwann kommt der Zeit und er will kommen in Schil davnen. Seine Kinder haben russische Namen. Und wenn er ist gekommen zu der Teure, der hat nicht gesagt die russischen Namen. Der hat gesagt Ruven ben Josef, Chaim ben Josef. Und er hat gesagt, Ruven mit dem Mischproche, Chaim mit dem Mischproche. Die sind alle sollen gesehen sein, wir sollen oben nachher von den Kindern, sollen sie glücklich sein. Sein ganzen Jiddisch, sein ganzen betamtike Jid ist rausgekommen. Warum? Weil er ist geworden alt. Wenn ein Mensch ist jung und er will von dieser Welt was nehmen, diese Welt ist eine rationalistische Welt. Diese Welt ist eine materialistische Welt. Diese Welt ist eine Welt, die verbergt Gott. Diese Welt ist eine Welt, wo du siehst nicht Gott vorhanden. Und jeder eine, der sitzt hier, er kann heute sitzen und mit Gottes Hilfe durch den Verbringen kann man sein Herz knacken und er kann überzeugt sein und er wird sagen, ja, es stimmt. Er wird aufstehen morgen früh und er wird gehen zu seiner Arbeit und alles ist weggeflogen. Shabbat Shalom. Weg, als ob es nichts passiert. Als ob es nichts passiert. Deshalb, Chanukka will mir nicht nur so eine Funk geben, einmal Yom Kippur und das was.
Man will jeden Tag ein bisschen steigen. Gut, gehen wir weiter. Und letzten Aspekt. Wir Menschen haben eine sehr interessante Beziehung zu anderen Menschen. Oder positiv oder negativ. Es gibt nicht Paare. Es gibt Menschen, die du hast lieb, und es gibt Menschen, die du hast nicht lieb. Es gibt Menschen, die bei dir positiv sind, und es gibt Menschen, die bei dir nicht positiv sind. Schluss. Was ist jetzt der Bruch? Wenn jemand ist bei dir positiv, siehst du nicht seine Fehler? Und wenn jemand ist bei dir negativ, siehst du nicht das Gute bei ihm? Das heißt, komische Welt. Wenn jemand ist dein guter Freund, du hast ihn lieb, auch wenn er macht einen Fehler, siehst du bei ihm immer das Gute. Weil du hast ihn lieb, du hast gläserne Augen. Und wenn jemand ist in deinen Augen negativ, nicht positiv, auch wenn er macht was Gutes, zählt nicht mehr. Du hast auf ihm eine Fleck gemacht und er hat gemacht einmal einen Fehler und schon die ganze Zeit redet von ihm. Man erzählt, König David war ein Zadik, Psalmen, du redest mit Leuten stundenlang. Was sagen die Leute zum Schluss? Aber was hat er gemacht mit Bathsheba? Eieiei. Ein Fehler hat er gemacht in seinem Leben. Und was interessierst du zu sein von König David? Seine Sünde mit Bathsheba. Jehuda, Zadik, einer von den größten Stämmen. Ah, was er hat gemacht mit seiner Schwiegertochter Tamar. Eieiei, eieiei. Reuven, was hat er gemacht? Kommt die Teure und die Teure sagt etwas sehr interessant. Jeder Mensch hat in sich zwei Teile. Er hat den Platz von dem Krieg und er hat den Platz von der Chanukia, von der Menorah. Krieg, jeder hat. Jeder eine von uns kämpft. Wir kämpfen die ganze Zeit mit sich selbst, mit den anderen, mit der Jezerara, mit der bösen Trieb. Aber das wird uns nicht helfen zu siegen. Das Helfen zu siegen wird uns nur helfen, die tiefen Krüge. Jetzt gehe ich zum letzten Punkt. Menschen, die beginnen glauben an Gott und sie beginnen mit Werbung, kriegen sie gegen sich Arroganz. Es gibt eine Frau in Schweiz, die heißt Rosemarie. Ihr Mann hat gesagt, wenn meine Frau kommt zur Arbeit und beginnt zu reden über Gott, über Glaube, über Sachen, die gehören nicht jetzt zum, nur zum Arbeit, die Leute sind arrogant. Und ich will jetzt durch Chanukka helfen die Rosemarie. Was soll sie machen? Liebe Rosemarie, du bist schuldig. Nicht die anderen. Du bist schuldig, dass die anderen sind arrogant. Du verbrennst die anderen Leute mit deinem Glaube. Menschen, die manchmal zu gläubig beginnen, das mit Realismus, die irdische Welt zu verbrennen. Und Menschen, die manchmal zu irdisch beginnen, die himmlische Welt zu verbrennen. Bitte vergiss nicht, was ich heute sage. Ich sage euch eine geniale Idee. Und ich, wer sagt das nicht? Ich, der Talmud. Der Talmud erzählt, dass Rabbi Shimon Bar Yochai und sein Sohn Elazar sind rausgekommen nach 13 Jahren vom Verstecken und sie haben gesehen, ein Mensch arbeitet mit einem Ochs. Weißt du, was bedeutet, ein Mensch arbeitet mit einem Ochs? Er sieht 10 Stunden am Tag Tuches von Akku. Was bedeutet, mit einem Ochs zu gehen? Das ist so, wie so sitzen Leute im PC. Das ist Tuches. Das ist Interim. Ja, der Mensch geht 10 Stunden, was macht er den ganzen Tag? Steht hinter einem Kuh. Und steht geschrieben, dass Rabbi Eliezer und Rabbi Shimon haben die ganze Welt verbrannt. Ein Mensch ist gekommen, 70, 80 Jahre zu rennen hinter einem Ochs. Das ist unser Ziel als Menschen, zu sein hinter von einem Ochs, 10 Stunden pro Tag. Und sie haben verbrannt, überall wo sie haben geguckt. Kam eine Stimme von Gott und sie hat gesagt, ihr seid gekommen, meine Welt zu zerstören, das ist doch meine Welt. Gott hat geschafft diese Welt. Gott will diese Welt. Wenn Gott wollte Engel, hat er nur Engel gemacht. Gott hat gemacht Ochs, Gott hat gemacht Computer, Gott hat gemacht die ganze Welt, Gott hat gemacht alle weltlichen Sachen. Und Rabbi Shimon und Elazar sind zurückgekommen zu dem Meara für noch ein Jahr. Als sie kamen zurück, es war Freitag, und sie haben gesehen, Aid rennt nach Hause mit schönen Blumen, mit Duft. Sie haben gefragt, warum zwei Bendalach? Er hat gesagt, eine für Zachor und eine für Shamor.
Sagt Rab Shimon, jetzt habe ich verstanden. Gott will nicht die Wunder über diese Welt, er will die Wunder in dieser Welt. Er will, dass wir die Welt nicht verbrennen. Und jetzt kommt. Menschen, die haben zu viel Idealismus, Glaube, die sind von Gott begeistert, sie werden langsam blind und sie verbrennen alle irdischen Sachen. Diejenigen, die arbeiten, rennen nach dem Ochs, Materialismus, sie machen die ganzen irdischen Arbeit. Unwichtig, wer braucht das? Und diejenigen, die nur rennen für ihre Parnusse, nur für ihr Geld, nur für ihren Materialismus, was denken sie? Alle himmlischen Sachen, alle göttlichen Sachen, wer braucht das? Man braucht die irdischen Sachen. Und was kommt die Wunder von Chanukka? Die Wunder von Chanukka zeigt uns, man braucht beides. In dieser Welt, wenn es geht nicht mit den irdischen Sachen, beginn mit den himmlischen. Und wenn es geht nicht mit den himmlischen, was sollst du machen? Beginn mit den irdischen. Das heißt, dort, wo läuft nicht, etwas hast du nicht richtig gemacht. Wenn einer hat nur gebetet und gar nicht gekommen und er will mehr Panosse, was soll er machen? Was soll er machen? Arbeiten. Arbeiten. Und wenn einer hat gearbeitet und es ist nicht Panosse gekommen, was soll er machen? Beten. Das heißt, ihr versteht heute etwas einfach, kipp und klar. Warum sage ich das? Letzten Schabbes ist mein lieben Schwager Yitzhak von Herzinfarkt gestorben. Seitdem höre ich nur Fragen. Er war krank, hatte Probleme mit dem Herz. Man konnte das retten. Es konnte, es sollte, es hätte, es monte, es schmonte. Ich sage euch eins. Wenn Hashem will etwas, passiert es. Passiert es. Es passiert so, wie Hashem will. Und jeder Mensch, der versteht alles in dieser Welt, gibt Momente, wo er versteht nicht alles in dieser Welt. Und dort, wo er versteht nicht die Sachen in dieser Welt, soll er wissen, es ist noch eine Welt da und sie ist die wahre Welt. Und sie muss man verstehen. Dann sagen wir L'chaim. L'chaim, L'chaim, dass wir wirklich alle Sachen von Chanukka verstehen. Eins, warum braucht man Namen? Weil man braucht eine Geschichte zu erzählen, wer war das, wer hat erlebt. Hörst du? Weißt du, wer hat die Chanukka-Wunder gemacht? Matityahu, Ben Yochanan, was war er, Kohen Gadol, Chashmonai Ubanav. Es war eine kleine Familie von mutigen Leuten. Sie haben geschafft. Was haben sie geschafft? Einen irdischen Krieg. In die Zeit von Mordechai und Esther. Es war Zeit gegen die Körper von Jeden. Was haben sie geschafft? Einen geistigen Krieg. Liebe Kind, es ist Menschen da. Mordechai, Esther, Matityahu, Yochanan. Sollst wissen, das Judentum ist nicht Bruder Grimm Geschichten. Wenn jemand will Bruder Grimm Geschichten, gibt das hier in Hanau eine Woche. Auch so eine Chanukka-Woche. Von Märchen. Und alle kommen. Und man erzählt von morgen bis abend Sipurim. Geschichten von Bruder Grimm. Ich habe auch so ein Buch. Ich erzähle euch ein Geheimnis. Ich habe auch so ein Buch von alle Übersetzung von Bruder Grimm Geschichten. Und weißt du, wo lese ich das? Toilette. Wo weißt du? Und du auch? Das ist ein Buch, was passt man nicht zu legen in einen jüdischen Stub. In einen jüdischen Stub legt man nicht in die Bibliothek Bruder Grimm Geschichten. Interessant. Rabbi Joshua hat gelernt griechische Sprache. Und hat man gefragt, Rabbi Joshua, wann hattest du Zeit, griechische Sprache zu lernen? Sagt er, in einer Zeit, wo es kein Tag und keine Nacht. Sagt er, welche Zeit gibt es, dass es nicht Tag und Nacht? Sagt er, Toilette. Rabbi Joshua, 7 Jahre kontinuierlich, hat genommen wahrscheinlich ein Wörterbuch oder etwas. Und jeden Tag hat er gelernt ein paar Wörter in Griechisch. Und auch 7 Jahre gehen jeden Morgen in Toilette. Was hat er nach 7 Jahren? Nicht nur gar nicht, sondern Sprache. Er hat nicht unterschätzt die Sprache. Der hat nur gezeigt, wo gehört sie. Die griechische Sprache, wo gehört sie zu lernen? In einer Zeit, wo es nicht Tag und nicht Nacht.
in die Zeit, was man braucht jetzt lernen. Das ist eine Zeit, was man muss machen, oder irdische Sachen oder himmlische Sachen. Die Tora ist nicht gegen weltlichen Wissenschaft. Sollt ihr nicht einen Fehler machen. Die Tora ist gegen irdischen Wissenschaft, die ignorieren durch ihren Ego die Möglichkeit, dass noch eine himmlische Welt existiert. Du bist ein Kluger, du bist ein Intelligent, du bist ein Forscher, du bist ein Physiker. Lass deine Meinung in diesem Bereich. Ich trete dir nicht zu nah, trete mir nicht auch zu nah. Ich zweifle nichts auf deine Physik. Ich zweifle nicht auf deine Biologie. Ich zweifle nicht auf deine Astrophysik. Ich glaube an deine Weisheit. Ich schätze deine Weisheit. Und es ist mir wichtig, dass meine Kinder auch in die Schule gut sind in Mathe, in Englisch. Auch wenn habe ich gemacht, der Witz von Griechisch in Toilette, das habe ich gesagt von Rabbi Joshua. Aber Griechisch, das war nicht etwas, was er braucht für diese Welt. Das waren nur eine kulturelle, weltliche Sachen. Deshalb immer wissen, das, was man tut, soll man verbinden zu Gott. Wenn ein Mensch will seinen Körper trainieren, soll er trainieren. Aber Bodybuilding, Bodybuilding, was macht er? Er baut seinen Körper. Was bist du, Olympiade? Was willst du rennen? Egal wie wirst du rennen, wirst nicht rennen so schnell wie eine Gazelle. Du kannst rennen und rennen, die Gazelle läuft schneller. Der Mensch will sein stärker, wie Ochs ist stärker von dir. Gott hat nicht gemacht, der Mensch soll er rennen. Gott hat nicht gemacht, der Mensch soll er schleppen. Gott hat nicht gemacht, der Mensch soll er schleppen heuche Bombes und soll er kriegen eine Akile. Das ist nicht die Idee von Gott, was er will, dass wir bilden. Wo hat Gott gegeben unser größten Potenzial? Im Kopf, im Sechel, in dem Verstand. Jeder muss wissen, dass Chanukka kommt und diese Sachen machen. Werbung bedeutet zu Hause, vermarkten unsere Identität. Namen ist mit Geschichte. Und jetzt die letzte Erklärung, was ist der Unterschied zwischen Natur und Wunder. Wenn ein Mensch steht auf morgen früh, er nennt das Natur. Ich bin gegangen schlafen und ich stehe auf morgens. Er sieht das. Muss nicht erwähnt, morgens. Wenn er steht auf morgens, er sieht das Natur. Ihr sollt wissen, eine von den größten unklaren Sachen von Medizin ist, kleine Kinder, die Gott behüte, im Bett sterben. Eine von den größten medizinischen Problemen heute sind Probleme schon von der Kabbalah vor 2000 Jahren, Mavet Arisa. Kinder, die im Bett sterben. Es ist noch nicht aufgestanden, der Mediziner, der kann das erklären. Man lernt und man lernt und man lernt. Warum ist er gestorben, weiß man nicht. Es gibt Frauen, Nebach, sie tragen ein Kind so lang, 4, 5 Monate, der Kind fällt. Was machen alle? Ups. Man kommt zum Doktor, er macht so ein Punim von einem Knacker, von einem größeren Verständnis. Ja, es kann halt passieren, es ist auch von den Sachen, die haben so schöne Wäschereiwörter, die Sache zu formulieren und wir nehmen die ganzen Sache zum Labor und wir werden das untersuchen. Sagt die Tora, nein, du kannst nicht dem Schlaf im Bett erklären, du kannst nicht erklären dem Fehlgeburt. Und du kannst auch nicht erklären, heute war eine Beerdigung von einer Frau aus Rumänien, Kinderärztin, ihr Mann Krebsforscher-Arzt. Die beiden haben nicht gekannt, Kinder zu bekommen. Ich habe heute in ihrer Lebensbiografie gelesen und sie schreibt, ich habe an Gott nicht geglaubt, da hat er uns nicht geschenkt die Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Boker Tov! Guten Morgen, Madame! Große Wissenschaftlerin von Bukarest! Du hast probiert, dein Mann hat probiert, gegangen auch zum Doktorin und ich glaube, die Doktorin werden dir helfen. Ich habe gar nicht gegen die Doktorin. Aber du hast gesehen, es hilft nicht. Warum hilft das nicht? Weil die Doktorin sind einfach ein Finiale von Gottes Wunder. Die sind
die Wunder in die Natur. Und du brauchst jetzt eine Wunder über die Natur. Der Doktor kann machen Wunder in die Natur. Stimmt, wunderbar. Gott sei Dank, Gott soll segnen seine Hände, soll er immer oben eine gute Diagnose und Gott soll ihm helfen. Und ein gläubiger Jid, wenn er ist nicht gesund, zuerst sagt er, ich mache mich gesund und ich gehe zum Doktor, soll der Doktor soll gut Diagnostik machen. Und wenn man geht zu operieren, soll man nehmen einen guten Doktor, aber gleich soll man sich beten, soll der Doktor soll ihm in die Hand, der Rebischter soll ihm auch helfen. Wie oft der Doktor ist gut, der Chirurg ist gut, der Narkosist ist gut, alles wunderbar, er geht da raus, es war Komplikationen. Komplikationen, verstanden? Weißt du, warum ist er gestorben? Warum ist er gestorben? Er hat gebetet. Ja, aber was sagt der Doktor? Ah, da Komplikationen. 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 Es war, er kann dir auch erklären, was hat sich kompliziert. Hat man gemacht, so und so und so. Und genauso mein Schwager, jeder versucht zu analysieren. So und so. Der Rebischter für die Welt. Er macht, was er will. Es liegt an uns, zwei Sachen zu machen. Es liegt an uns zu Hause, jüdische Identität, ohne Spielerei zu zeigen, weil unsere Kinder machen uns nach. Es liegt an uns, bei unserer Frau und bei unseren Kindern mit gutem Auge zu schauen. Wenn du guckst auf deinen Partner mit nicht gutem Auge, guckt er auf dir auch mit nicht gutem Auge. Wenn du auf deine Kinder guckst mit einem Mangel und du erwartest einen Mangel und du glaubst, dein Kind ist ein Betrüger und er guckt in sein Zimmer, in seine Laptop Schmonzes, keine Sorgen, er guckt in sein Zimmer Schmonzes. Du brauchst nicht Angst zu haben. Er wird dich nicht enttäuschen. Das, was du willst, so macht er. Eins zu eins. Die sind talentiert und sie wissen, was wir von denen erwarten. Stimmt? Safe. Oder nicht? Ma. Der Puchada Ma. Wenn du erwartest, aber du erwartest nicht. ברוך אתה, אדינוי אלוהינו מלך העולם, שעה קוניו בדבורה. אמן. Und deshalb, denk nicht über die unreine Öl bei euren Mitmenschen. Denk über den Pach Shemen Tahor. Denk über die Reinheit. Denkt über das Gutes. Versucht das hochzuholen und es wird gut kommen. Ich habe gelesen einen Artikel von einer Frau. Sie hat geschrieben, jahrelang habe ich gelebt mit meinem Mann. Ich habe ihn nicht gemocht. Ich habe gewartet auf den Tag, wo wir werden uns scheiden lassen. Aber es waren viele Kinder und wir mussten bleiben zusammen. Warum? Wegen den Kindern. Und wegen die Kinder rein, wegen die Kinder hinher, aber im Herzen habe ich gesagt, Gott, irgendwann möchte ich beginnen Kapitel 2. So hat die Frau gesagt. Und wenn die Frau möchte Kapitel 2, was will der Mann? Kapitel 3. Dankeschön. Der denkt schon über Kapitel 3. Und so haben sie signalisiert, eine dem anderen Unzufriedenheit. Von Zeit zu Zeit war zu Hause, anstatt Chanukka, Purim. Es war lebendig und es war lustig und sie haben sich gestritten, aber sie waren klug, sie haben das nicht gemacht neben die Kinder. Und sie erzählt, es hat sich verschoben und verschoben und verschoben. Und irgendwann war sie schon über 40 und über 45, mit paar und 50. Einmal sitzt sie mit ihrem Mann im Wohnzimmer, da bekommt ein Herzinfarkt und gestorben. Und ab dem Moment, sie war so alleine, so verbittert, so frustriert und sie hat gesagt, Stam, Stam, Stam. Schade, schade, schade. Habe ich jahrelang vermasselt mein Leben mit einem Wille zu suchen, etwas, was nicht existiert. Und das will ich euch heute für Chanukka sagen. Wenn ein Mensch ist nicht zufrieden von das, was er hat, Gott wird ihm helfen, dass das, was er hat, wird von ihm weggehen. Und wer ist schuldig? Du. Du wolltest es. Weil das, wenn du nicht willst, das, was du hast, Gott wird dir helfen. Das, was du hast, er wird von dir wegnehmen. Andeutig, ich sage euch, schwere Sachen heute. Sollt ihr euch am Chanukka aufwecken. Beginn zu schätzen, zu lieben, zu genießen, zu schauen an das, was man hat. Man hat ein kleines Pach Shemen,
reicht für einen Tag, soll sein für einen Tag, aber es ist meine, Shemen Tahor, ist meine. Er ist nicht der größte Spitz in die Klasse, aber in meinen Augen ist er der größte Kanone der Welt. Er ist nicht der Sohn von Beethoven oder von Mozart oder von Schubert, aber wenn er spielt mir ein Lied von Chanukka, ich muss ihm loben und bei ihm zu erkennen, die besten Talent. Selbstbewusst ist die größte Geschenk, die Eltern können schenken ihre Kinder. Wenn Kinder sind von sich zufrieden, sie haben einen guten Selbstbewusst, auch wenn im Leben geht das nicht so ai ai ai, sie werden von jedem kleine Sache, werden schon was kochen. Sie werden schon sagen, ja, ich kann kochen, ich kann machen. Sie werden nicht sitzen beim Arbeitsinterview und wird man ihn fragen, kannst du das machen? Und sagen, nein, das habe ich nicht gelernt. Er wird sagen, ja, das kann ich gerne machen, ich kann auch einen Kurs machen, um 100% die Sache zu lernen. Was sagen andere Leute? Nein, das kann ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht. Selbstbewusst ist ein Potenzial von etwas, was brennt 8 Tage. Gott soll helfen, dass wir immer verbinden die Wunder von Natur und die Natur von Wunder. Und wissen, dass jeden Tag, wo wir leben, aufstehen morgen, ist ein Wunder. Es ist nicht Natur. Und ein Beweis, viele gehen schlafen und stehen nicht auf. Dass man bleibt mit der Frau und die Kinder sind gesund und sie gehen in die Schule und die sind normal und sie machen keine Tattoo. Und dass sie machen keine Piercing auf dem Pupik. Was lachst du? Es gibt Eltern, Kinder kommen nach Hause mit der Piercing auf dem Pupik. Jemand garantiert dir, soll deine Kinder soll nicht machen ein Piercing auf dem Pupik. Und manche reicht sie nicht auf dem Pupik. Sie machen ein Piercing hier, wo die Frau muss geben ihre Kind Milch. Was soll er trinken? Metall? Was soll er trinken? Metall? Gute Eisen. Wo ist das Seichel? Und so. Und warum will die Tochter Piercing auf dem Pupik? Damit der Papa was zu sagen. Nein, weil du hast zu Hause Fernsehen. Und wenn du kommst nach Hause, die Familie, anstatt zu reden miteinander, gucken sie auf Menschen, die du sie nicht lässt, einen Meter zu dir in die Wohnung. Und deine Kinder gucken diese Menschen bei dir im Wohnzimmer, bist mit Schiege, normal auf dem ganzen Kopf. Sag, der Rebbe hat damals Angst gehabt von Religion. Soll die Kinder nicht hören, Predigt von Galochim. Die Kinder gucken das nicht heute. Die interessieren nicht, also Bibel, weißt du was? Gut, darf ich nicht sagen. Das soll wäre die größte... Wäre doch besser als das, was wir heute kriegen. Ja, also das wäre, darf ich nicht sagen, weil der Rebbe hat anders... Ja, aber naja, sollen sie gucken, irgendeinen Kommentar von Abraham, wo hat er geschickt, die Leute, gut, nicht die koscherste Sendung. Aber heute, was abgeht, unsere Aufgabe ist, Werbung zu machen bei unseren Kindern. Wir sind stolze Juden, wir haben Prioritäten. Wir wissen, dass Materialismus ist wichtig, aber wir wissen, was ist für Judentum wirklich wichtig. Unsere Wichtigkeit am Leben ist, Gott zu dienen und zu wissen, dass diese Welt ist nur ein Vorhof für die kommende Welt. Und in, was ist? Was sprich mit mir? Hast du was auf dem Herzen? Sag, was? Willst du was sagen? Gar nicht. Alles okay? Hast du verstanden? Ja. Was hast du verstanden? Welche Volk wir sind? Geschichte. Was hast du verstanden? Die Geschichte. Die Geschichte? Ja. Was hast du verstanden? Über Begrab. Ja. Gut, was hast du verstanden? Sag, was ist deine Fazit heute? Was ist meine Fazit? Ja, komplett, nur spontan. Schieß. Was du gesagt hast, dass meine Sprachen und Wissenschaft sehr wichtig ist, und aber trotzdem, dass nicht das Hauptteil ist, das sind das Nebenteile, man darf das nicht unterschätzen. Und das ist auch gut für die Toilette. Aber das ist nicht unser Ziel am Leben. Und unser Ziel am Leben ist, Tora zu lernen und auch Werbung nach draußen zu machen. Ich hab's verstanden. Ich erkläre euch, was ich will.
Wir schicken unsere Kinder zu lernen, gib doch zu. Damit sollen sie haben gute Abitur, gute Universität, gute Akademie, gute Beruf, gute Geld. Also was erziehen wir unsere Kinder? Was ist das Allerwichtigste am Leben? Geld. Wie kommst du zum Geld? Durch Lernen. Lernen, Mittel zum Ziel, Ziel, Geld. Was machst du am Schuggen der Welt? Du bringst dem Kind bei, warum muss er lernen, warum es lohnt sich zu lernen. Es lohnt sich zu lernen, um zu bekommen Geld. Und wenn ich kein oben Geld ohne Lernen, wer braucht Lernen? Das ist die Mischung in der Welt. Was sagt das Judentum? Geld, um zu lernen. Geld, um zu lernen. Genau. Wenn du hast Geld, was kannst du machen mit dem Geld? Lernen. Du kannst dich schon privat, es gibt Leute, sie haben Privattrainer. Weißt du, was ist Privattrainer? Sie können nicht laufen alleine in die Straße. Sie mieten noch Afrikaner. Und der Afrikaner braucht ein paar Kokes. Und er kann gut laufen. Und da siehst du, ein normaler Mensch von der Gemeinde läuft mit Afrikaner. Hinter dem Mox. Was braucht er? Er kann sich leisten Bodyguard? Nein. Body Fitness. Privat, wie sagt man? Personal Training. Oh, warum kann er sich leisten Personal Training? Weil er hat Geld. Und was ist mit Personal Training für den Kopf? Bring nach Hause Lehrer für Schachmatt. Kein Problem. Bring nach Hause Lehrer für Talmud. Es war hier eine Frau in Frankfurt. Sie hat mich jeden 2 Wochen eingeladen zu ihrem Kind. Soll ich mit ihm 2 Stunden Religion lernen? Sie hat gesagt, er muss das nicht machen. Aber er muss das lernen. Von seiner Bar Mitzwa bis er ist gefahren von Frankfurt weg, habe ich mit ihm jeden 2 Wochen 2 Stunden gelernt. Jetzt stell die Frage, es ist was geblieben? Ja. Sehr, sehr viel. Er hat schon geheiratet. Und immer wenn wir uns reden, sagte meine Mutter, war so klug, sie ist leider jung gestorben. Aber sie war so klug, dass sie hat jeden 2 Wochen gewusst, 2 Stunden mit dem Kind zu lernen, wird dem geben am Leben so viel für seine Identität, für seine Prioritäten, für seine allgemeine Wissen. Es gibt jüdische Kinder, kommt Pesach, sie können nicht machen Kiddush. Kommt Schabbes, sie können nicht machen Kiddush. Es kommt Feiertage, sie wissen nicht, um was geht. Sie können nicht mal die Kerzenbrachot machen. Sie wissen gar nicht. Was wissen sie? Sie wissen Fußball. Sie wissen, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Es war bei mir ein Kind, der hat gelernt, der war ein Genie. Wer mit Genie? Der hat gesprungen auf 2 Klassen. Und er hat sich entschieden, weil er ist so intelligent, dass er glaubt nicht an Gott. Und einen Tag sage ich, sag mal, wenn du hast eine Prüfung oder einen schweren Tag, was machst du? An wem wendest du? Sagt er mir so ganz schlau, ich muss viel lernen. Wenn habe ich viel gelernt, dann schaffe ich am Test. Da wird mir Gott nicht helfen. Ich sage, du? Er hat mir gemacht jetzt ein Schachmatt. Ich sage, ich habe an dir eine Bitte. Wenn du gehst machen Autoführerschein, kurz vor der Prüfung, heb deine Augen in den Himmel und sag bitte in diese Wörter, Gott, du existierst nicht, ich glaub nicht an dir, ich brauche deine Hilfe nicht, ich komme zurecht. Und ruf mich bitte nach dem Test und sag mir, es hat gelungen. Sagt er, nein, ich werde vielleicht dich vorher anrufen, dass du betest. versucht noch irgendeinen Weg rauszukriegen von dem Balagan. Also er will nicht zugeben, dass er wird beten. Er sagt, ich werde dich anrufen, Schlomo, dass du betest, weil ich glaube, so trotz mit Gott zu sein, ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Und ich sage euch, Gott braucht nicht offene Wörter zum Trotz. Gott sieht, ob der Mensch braucht seine Hilfe und seine Wunder oder nicht. Wenn du kannst alleine schaffen, schaff alleine. Gott will sagen, kannst du besser machen? Bakasha, mach. Brauchst du eine Wunder? Bete. Bete, bete. Gott braucht nicht unsere Gebete. Er wird nicht davon glücklicher. Er wird nicht davon ehrlicher. Wir brauchen es. Wir brauchen den Kontakt
zu wissen, dass Hashem uns begleitet in alle Zeiten. Du hast das letzte Wort. Was hast du verstanden heute? Dass es lohnt sich nicht nur arbeiten oder nur beten, man braucht beides zusammen, sonst kannst du nichts im Leben weiterschaffen. Und wo ist die Betonung? Wo ist die Betonung, wo ist die jüdische Betonung mehr? An das Arbeiten oder an das Himmlische? Wo soll man jetzt zuerst beginnen? Mit den Kerzen zünden, mit dem Himmlischen oder mit dem Wunder, mit dem Krieg unten? Wo ist das Beginn? Kerzen. Warum die Kerzen? Weil das zeigt, dass wir... Weil Hashem kann dir den Arbeitsweg kürzer machen. Weißt du, wie viele Leute haben lange Weg, bis sie etwas finden? Weil sie glauben, sie können das alles alleine. Weißt du, wie viele Leute bewerben sich ohne Ende? Leute sagen mir, ich habe 300 Bewerbungen geschrieben. Wenn einer sagt mir, dass er 300 Bewerbungen geschrieben hat, ich glaube, der Mensch ist defekt. Defekt. Du versuchst mit der Masse zu drücken. Ja? 300 Bewerbungen zu schreiben und keiner hat dich genommen, du bist defekt, keine Wunder. Stimmt was nicht. Stimmt was nicht. 100%. Oder? Schlechte Bewerbung. 300 Bewerbungen zu schreiben, oder lügt er mir? Nein. Oder der Mensch ist defekt. Es gibt so. Soll er schreiben noch 350, wenn 300 waren klug, bleiben noch 50 klug. Mach was anderes, probiere was anderes. Probier was anderes. 300 hast du schon geschrieben. Was brauchst du in Praxis? Mach was anderes. Nein, er braucht ein Gefäß zu machen. Und Gott wird helfen. Und gerade er ist ein Vorbildlicher, der immer Gottes Segen will, auch an das Irdische. Soll er gesund sein? Und Hashem wird ihm schon zeigen, ob das ist das Richtige oder nicht. In dem Moment, wo er glaubt, er macht seine Ishtadlut, er macht seine Mühe. Und Gott wird ihm machen, den Rest. Ich glaube, wir haben alles beantwortet. Gott soll uns helfen und dass wir wissen, dass wir sind in dieser Welt nur Touristen und die Zeit geht vorbei. Shkoyach.